Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ah. So, kurz für euch auf YouTube. Ich bin jetzt zum allerersten Mal seit einer sehr langen Zeit auch wieder im Livestream unterwegs. Das heißt, es kann auch sein, dass ich gleich Zuschauer bekomme, die live kommentieren und dann würde ich auf die Kommentare eingehen. Ich habe das jetzt ein bisschen studern lassen. Ich wollte hier ursprünglich alles live aufnehmen, beziehungsweise live streamen, während ich es aufnehme. Habe aber jetzt, weil ich ein bisschen was hochladen muss, das Ganze ein bisschen, liegen lassen. Mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt eine Menge hochgeladen, wodurch wir uns jetzt auf jeden Fall erlauben können, auch ein bisschen Spielraum zu haben im Hinblick auf die, ihr wisst schon. Ne, ich muss jetzt nicht alles permanent hochladen, da ich genug hochgeladen habe, um die nächsten Tage auf jeden Fall was veröffentlichen zu können. Und daher habe ich mir gedacht, komm, schaltest du den Stream mal wieder an. Und noch etwas. Ich habe mir Anno 1800 gekauft. Ja, ich wollte ja eigentlich erst Anno 1404 ein bisschen mit euch spielen, aber ich habe jetzt nochmal so ein paar Sachen gehört und ich weiß ja auch nicht und habe mich jetzt dazu durchgerungen, es tatsächlich einfach vollständig zu kaufen direkt. Ich bin richtig motiviert, das zu spielen, aber ich würde gerne vorher Assassin's Creed Odyssey durchspielen. Versuchen wir auch. Heute ist Samstag, es ist 11.35 Uhr, ich habe 5 Stunden vor mir und möchte diese 5 Stunden ganz gerne Assassin's Creed so lange aufnehmen, bis dann die Festplatte voll ist. Na? Wie lange das im Nachhinein ist, müssen wir herausfinden, aber ich würde es gerne zumindest versuchen. Und wir hauen also auf Deutsch gesagt mal ordentlich durch hier mit Assassin's Creed. Wenn ich mich noch verschlafen anhöre, ich bin noch nicht lange wach. Ich war ja im Kino, hatte ich ja gesagt. Friedhof der Kuscheltiere 2, kein ganz so toller Film, finde ich. Und ja, bin deshalb erst um 2 Uhr nachts zurück gewesen und dann heute um 7 Uhr aufgestanden, dann um 9 Uhr nochmal aufgestanden und jetzt ist halt 11.30 Uhr, weil gewisse Personen halt eine halbe Ewigkeit brauchen, um sich mal zu entscheiden, was sie machen wollen und ich jetzt erst die Ruhe habe, um aufzunehmen, sagen wir es mal so. Das kommt mir vor wie eine sehr kleine Festung, kann das sein? Oh je, das darf nicht passieren. Auf gar keinen Fall darf das passieren. So, jetzt haben wir da einen Befehlshaber, richtig? Moment mal, wo ist denn das Signalfeuer? Ah, das ist ja richtig beschissen gelegen. Ich verstehe es nicht. Och Mann, Leute, warum sind die so nervig? Ich bin mal so frei und bezahle mal eben das Kopfgeld. Hier. Alter, lass mich doch einfach in Ruhe, Junge. Ich nehme übrigens alles zurück, das ist eine ganz normale Festung. Mit genauso vielen Gegnern wie immer. Ja, ernst, oder? Thank you.
Oh je, das fängt gut an, ey. Meine Güte, meine Güte. Ich finde die Festung richtig beschissen irgendwie. Man kann ja nicht so schön einschneiden wie bis jetzt immer. Okay. Ne, auf jeden Fall habe ich mir Anno 1800 geholt, obwohl ich ja eigentlich erst Anno 1404 spielen wollte, aber konnte dann gestern doch nicht widerstehen. Warum geht das kritische Attentat manchmal nicht? Braucht das einen Aufladungspunkt? Sagt mal, braucht das einen Aufladungspunkt? Kann das sein, dass es ernsthaft einen Aufladungspunkt braucht? Merci beaucoup. War aber richtig, dass wir jetzt den Alarm manipuliert haben, richtig? Die Falle ist gelegt, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Oh je, Stadt plündern, Attentäter Deutsch. Perfekt. Okay, Oh Mann, Mann, Mann. Oh, ich muss niesen. Moment. Boah, immer so verkrampfthaft schnell noch irgendwie den Ton ausmachen. So, einmal Schwert wieder ausrüsten, danke. Okay. So, was fehlt denn jetzt noch? Ein Schatz, Befehlshaber. Polemar, haben wir den Schatz schon markiert oder fehlt der noch? Der fehlt noch, ne? Ne, da ist er.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir die beiden Typen töten wollen, ohne. Ja. Irgendwas? Gar nichts. Arbeitet für euren Sold. So, wir finden da jemanden verstecken. Ja, ich weiß nicht, wie wir das machen, ohne jetzt hier einen riesigen Tumult auszulösen, wollte ich sagen. Tatsache, das kostet echt einen Punkt unten? Das wusste ich noch gar nicht. Das habe ich noch nie gemerkt, dass das wirklich einen Punkt verbraucht. Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte irgendwas machen. Hab's vergessen. Wer war das? Au. Kultist? Da ist gerade ein Kultist gestorben. Geil, oder? Oh Leute, das ist ein Krampf, ne? Weil es einfach viel zu viele Gegner sind. Ich wollte das Kopfgeld bezahlen übrigens vorhin. Oh je. Nein! Oh! Scheiße. Entschuldigung. Mann, 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 Mann. Ich hasse diese Festungen. Ich hasse sie so abgrundtief. Ah. Es hat doch nicht viel mit Schleichen zu tun irgendwie. Es ist einfach nur unglaublich lästig. Ich weiß ja auch nicht. Oh mein Gott, da wurde echt gespeichert. Das ist ja richtig nett. Womit habe ich das denn verdient? Ich komme da noch nicht raus, Mann. Es war auch nicht die beste Idee, wie ich da jetzt rangegangen bin, das ist mir schon klar, aber ich habe auch einfach keinen Bock. Ich will es einfach nur schnell hinter mich bringen, wisst ihr das? Was war das denn jetzt schon wieder?
Alter, mein Gott, ich kann doch nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Och, Alter. Ich hasse die Festungen. Ich hasse sie so abgrundtief. Mann. Oh, ich habe zu viele Assassins, zu viele Festungen gemacht, ganz einfach. Es gibt zu viele davon. Mann, Ruhrgebiet eine, okay, aber kann nicht sein, dass wir in jeder Stunde zwei machen, oder? Rechnet man Schnitt aus. Es ist unglaublich nervig. Ich mag die wirklich absolut gar nicht. Macht halt einfach keinen Spaß irgendwie. Ich weiß ja nicht. Verkrümel dich, du blöder Kopfgeldjäger. Rage, Rage, Rage. Ich sag's euch. Alles klar, GZ. GZ, GZ, GZ. Oh, Rage. Den Kultisten gleich nur wiederfinden, ne? Und wer war jetzt hier der Kultist, bitte? Darf ich den auch markieren oder ist der unmarkierbar als Kultist? Wer war denn das? Warst du das? Wer war das? Hier liegt er ja noch. Entsende meine besten Grüße an Hades. Kelias war das, oder Kelias? Was ein Depp. Der Spinner hier, Elpenor, wisst ihr noch? Okay. Einfach mal random einen erledigt, ne? Damit können wir unseren Speer verbessern übrigens. Jetzt genug rumgeraged hier. So. Okay, gehen wir zum Olympischen Dorf, so nenne ich es einfach mal. Ja, es war jetzt ein bisschen unnötig, ne? Mein Aufregen, aber es ist halt wirklich. Ja, viel Spaß mit eurer Verstärkung.
Es ist halt wirklich teilweise nicht lustig. Und die Festungen machen mir persönlich halt wirklich keinen Spaß. Ich weiß ja nicht. Wobei, ihr habt es gesehen, wenn man es ordentlich macht, ist es echt einfach. Also der offene Kampf ist hier, zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad, irgendwie die, ja, es ist die schlechteste Option. Kann man, glaube ich, so einfach aus so festhalten. Aber es liegt halt immer so in den Fingern, weil das Kampfsystem ja eigentlich total geil ist, aber... Alektum von Olympia. Ich habe ein ungutes Gefühl, was die Nebenaufgaben hier angeht. Das will ich mir direkt festhalten. Aber guck mal da. Da ist diese Pferderennstrecke. Vielleicht sind es auch nette Nebenaufgaben, aber ich habe eher so ein ungutes Gefühl. Was bist du für einer? Okay, wir lassen den. Oh, ich muss schon wieder niesen. Ich hoffe, ich habe mich nicht erkältet. Ich hoffe es wirklich. Nein, nicht der Straße folgen. Auf damit. Tempel des Zeus. Schön. Esst ihr Erdbeeren auch gezuckert? Beziehungsweise, ich ändere meine Frage. Findet ihr es verruflich? Das sieht ja geil aus. Das ist schick. Findet ihr es verwerflich, wenn man Erdbeeren auch gerne ungezuckert isst? Ich hasse ja generell Menschen, die, ne, nur mal so by the way, ich hasse Menschen, die unbedingt, oh, guck mal hier, sieht ja richtig schick aus mit den Runen da drauf. Ich hasse Menschen, die unbedingt wollen, das alles so machen, wie man selber meint, es am besten zu wissen. Ne? Zwei Beispiele, erstens Nudeln abschrecken. Schreckt ihr Nudeln ab? Schreckt ihr sie ab? Also ich schreck Nudeln aus Prinzip nicht ab. Wo ist denn hier ein Aussichtspunkt? Hinten, toll. Und zwar, ich schrecke Nudeln ab. Und zwar schrecke ich Nudeln immer mit kaltem Wasser ab, damit die nicht kleben. Ganz einfach, funktioniert. Und bring das mal jemandem bei, der fest davon überzeugt ist, dass es richtig so ist. Und ich finde, an der Stelle merkt man, ob Menschen kooperationsbereit sind oder nicht. Und wenn Menschen dann sagen, nein, 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 das muss so sein, das ist das Beste. Katastrophe. Katastrophe. Tempel des Zeus, Schnellreisepunkt freigeschaltet, Wahrnehmung erweitert, bla bla bla. Und jetzt haben wir hier verdammt viele Nebenaufgaben. Machen wir mal eine. Die Drachmen der Liebe, das hört sich doch toll an, oder? Die Drachmen der Liebe. Müssen ja unendlich viele sein, oder? Cassandra, bitte. Wenn diese Narren den Frieden brechen... Dieb! Du musst gerade reden, du hinterlistiger Hund! Niemand will hier Ärger. Ihr wisst, was euch beiden blüht, wenn ihr den heiligen Frieden brecht. Nun erzähl mir jemand, was hier vorgeht. Dieser ehrlose Hund hat mich bestohlen! Du nennst mich einen Dieb? Du bist der Dieb! Das reicht! Ich stelle die Fragen. Herodotos, was soll der Trubel? Der Hund hat mich beklaut! Du Schwein! Ich komme aus einer ehrbaren Familie! Nur ein elender Ionier würde stehlen! Ich sagte Herodotos! Ja, offenbar wurden die Schatzkammern der beiden aufgebrochen und ausgeraubt. Wenn es ein Einbruch war, wieso verdächtigt ihr euch gegenseitig? Weil dieser... Hier geht es ums Blut. Makar stammt aus einer angesehenen dorischen Familie. Mächtige Krieger, wenn auch eher schroff. Leleks Familie dagegen sind Ionier, eine lange Linie von Künstlern und Philosophen. Du meinst wohl Schürzenjägern? Beide Stämme sind wichtig. Gesprochen wie ein echter Ionier. Sehr unwahrscheinlich, dass sie sich gleichzeitig gegenseitig ausrauben. Du musst herausfinden, wer sie bestohlen hat. Ich glaube auch nicht, dass sie sich gegenseitig ausgeraubt haben. Trotz all ihrer Probleme haben sie den Olympischen Frieden stets geachtet. Ich finde heraus, was passiert ist und wahre den Frieden. Beweise Makars Schuld und ich belohne dich reich. Und ich belohne dich, wenn du Leleks doppelzüngiges Spiel beweisen kannst. Und was, wenn es keiner von euch war? Dann belohnen dich beide.
Nun gut. Einverstanden. Oh je, die Drachmen der Liebe. Untersuche die Schatzkammern. Das ist ja eine nette Aufgabe. Also wenn die Aufgaben so sind, dann bin ich einverstanden. Ich habe jetzt halt echt keine... Ich bin momentan echt böse drauf, ne? Ich bin ein bisschen dagegen, dass wir jetzt wieder für die Aufgaben in andere Gebiete müssen. Irgendwie bin ich aktuell ein bisschen... wie gesagt, fokussiert auf die Haupthandlung, weil ich will verdammt nochmal Cassandras Vater finden. Ja. Also wir machen die Aufgabe jetzt mal fertig und danach gehen wir ganz kurz den Speer verbessern. Weil ich will auch nicht, dass wir jetzt hier... Die Fähigkeitspunkte, ich meine, wir haben 16 Fertigkeitspunkte, die sollten wir schon investieren. Hallo? Hast du was gesehen? Nein, nee, gar nichts. Weit weniger als gar nichts. Also hast du was gesehen? Tja, nur wenn Fackeln auch zählen. Aber sie haben sich angeschlichen, oh ja, das müssen mindestens 30 gewesen sein. Fackeln schlichen sich an dich heran? Falls es 30 waren, wieso ist dann der Boden nicht platt getrampelt? Rehledersandalen. Sehr weich. Hinterlassen keine Spuren. Wie auch immer, keine Ahnung, wie viele es waren. Ich war bewusstlos. Sag die Wahrheit, sonst prügel ich sie aus dir heraus. Bist du der Dieb? Nein, bitte. Wirklich, ich war's nicht. Ich bin eingeschlafen. Hab rein gar nichts gesehen, außer Fackeln. Und du bist ihnen nicht gefolgt? Ich wollte meinen Posten nicht verlassen. Aber du wurdest doch schon beraubt. Wenn ich meinen Posten verlasse, kriegt man mich wegen Pflichtverletzung dran. Dann halte ich dich nicht länger auf. Okay. Die Gräber wurden geöffnet. Keine Spur von Gewalteinwirkung. Eine Notiz. Nimm so viel du tragen kannst und triff mich bei den Ruinen, wo wir uns zum ersten Mal geliebt haben. Bald sind wir frei. Bei den Ruinen, wo wir uns zum ersten Mal geliebt haben. Okay. Scheinbar können wir das Diebesgut zurückholen. Es war keiner von beiden. Ich habe von Ruinen vor der Stadt gehört. Und dem Wachmann zufolge zogen die Fackeln in eben diese Richtung. Dem Wachmann zufolge. Dem würde ich glauben. Wir huldigen die irgendein Ochsenopfer. Der arme Ochse. Hat er euch jemals was getan, Leute? Hat er euch jemals was getan? Ich glaube nicht. Okay, wir gehen zu den Ruinen. Wir können ja dafür mal hier über die geile Pferderennstrecke reiten, oder? Guck mal hier. Ach, guck mal. Ist das Diskuswerfen? Stadion. Müsste Diskuswerfen sein, oder? Oder ist das Ringen? Schön, dass die Tag und Nacht da in ihren Schiedsrichtersitzen sitzen. Das ist aber sehr motiviert. Okay, das Gelände gefällt mir. Sehr cool. Fühlt man sich ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen. So ein bisschen. Gut, Ruin vor dem Dorf, vor dem Ort. Da vorne sollten sie sein. Ich bin mal gespannt, wie viel wir schaffen. Also ich habe wirklich vor, jetzt so lange aufzunehmen, bis wirklich die Festplatte voll ist. Das könnten dann 3-4 Stunden werden. Mal gucken. Und im Nachhinein müssen wir halt auch mal vorankommen. Wie gesagt, die Spieler spielt schon so eine lange Zeit, dass wir zumindest die Haupthandlung halt jetzt die nächsten Tage mal durchbringen. Ich hab den Dieb. Oh je. Wer macht denn Grabdiebstahl, Leute? Also, ihr Diebe, endlich habe ich euch. Bitte, wir sind keine Diebe. Und doch erwische ich euch hier mit Diebesgut. Du verstehst das nicht. Das gehört rechtmäßig uns. Es ist unser Erbe. Wie kann all dies euch gehören? Es gehört unseren Familien. Wir haben ein Anrecht darauf.
Wenn es euch gehört, wieso wartet ihr nicht? Wieso steht ihr es jetzt? Wir wollten ein neues Leben. Eines, in dem wir frei sind und unsere Liebe nicht im Schatten verstecken müssen. Wer seid ihr eigentlich? Das sind meine Tochter und sein Sohn! Vater! So dankst du mir, dass ich dich großgezogen habe? Indem du mit der Lendenfrucht meines Todfeinds davonrennst? Dieser Raub hat euch zusammengeschweißt. Lelex, Makar, ihr habt zusammengearbeitet, um diesen Diebstahl aufzuklären. Eigentlich hat es uns die Wache erzählt. Und seine Familie raubte mir mein Geld. Und deine, meines. Aber überleg doch nur, was ihr gemeinsam erreichen könntet. Du bist eine Söldnerin. Erfülle deine Pflicht und töte die Diebe. Ich werde dich reich entlohnen. Vater, nein! Ganz genau. Ich verdopple Makars Belohnung. Tu, wofür du angeheuert wurdest. Ihr wollt euer Eigenfleisch und Blut töten? Wir haben noch andere Kinder. Also, bist du eine Söldnerin oder nicht? Ich schlachte keine Unschuldigen ab. Eure Familien hätten eine bessere Zukunft, ohne euch beide zu erwarten. Was soll den hier töten? Jetzt ist war der Falsche. Einfach mal den Falschen umgebracht. Der Arme, der hier einfach so rumstand. Kann man mal machen, ne? Eieiei. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Doch nun können wir eine neue Zukunft für unsere Familien schmieden. Erbaut auf Liebe. Ich wünsche euch viel Glück. Da. Ach, jetzt brauche ich erstmal wieder eine kurze Pause. Gebt mir einen Moment. Haben wir jetzt gerade wirklich einfach mal wieder Unschuldige getötet? Irgendwie bin ich ein bisschen schockiert. Na gut. Aufgabe abgeschlossen. Ja, so Nebenaufgaben, damit bin ich vollkommen einverstanden. Das können wir gerne so machen. Die Waffe sieht geil aus. Der hat scheinbar Feuerprobleme. Wir sind aber auch noch zu spät. Warum sind alle so böse auf uns? Ah, okay, der Mord wurde aber teuer geahndet, sagen wir es mal so. Eieiei. Gassenläuferin, die Nachricht, der Stock und der Künstler. Kalipateirat, das hört sich cool an. Machen wir das mal. Die machen wir jetzt noch und dann erkunden wir... Ach, verdammt, ich wollte erst den Speer verbessern. Egal, wir machen jetzt erst noch die Nebenaufgabe, dann machen wir den Speer und dann erkunden wir noch ein bisschen. Dass wir jetzt nicht nur die Nebenaufgaben machen, sondern nebenbei auch noch ein bisschen erkunden. Aber guck mal, es werden immer mehr Masken hier. Geil, geil. Der Scheißkult ist bald weg, ich sag's euch. Da sorge ich persönlich für. Okidoki. Kopfgeld entfernt. Das ist eine tolle Nachricht. Nee, aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema vom Anfang. Ich freue mich extrem auf Anno. Ne? Weil ich habe es ja schon gesagt, so ein Spiel ein bisschen entspannt. Ich werde dann, sobald wir mit Assassin's Creed durch sind, wahrscheinlich zwei neue Spiele anfangen. Anno und ein anderes Rollenspiel. Und ja, ich werde wahrscheinlich also eine kleine Anno-Nacht machen. Abends einfach mal anfangen und einfach mal so lange, wie es Spaß macht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe Anno 1500... 3 gespielt, glaube ich, danach nichts mehr. Also, das wird was. Du hast sowohl dich selbst als auch die Spiele entehrt. Bitte, lass mich erklären. Keine Ausflüchte. Du kennst den Preis für deine Verfehlungen. Welche Verbrechen hat diese Frau begangen? Eben das. Ihr Verbrechen ist, eine Frau zu sein. Was? Es ist mir neu, dass das ein Verbrechen ist. Müsstet ihr euch dann nicht selbst einsperren? Ich bin die Priesterin der Demeter. Ich wache über die Spiele. Sie ist eine verheiratete Frau und wollte zusehen. Und zwar als Mann verkleidet. Und was ist daran ein Verbrechen? Für eine verheiratete Frau herrscht viel zu viel Versuchung. Warum das denn? Wer bist du? Kalipatira. Ich wollte doch nur meinem Sohn zusehen.
Meine Familie hat eine stolze Geschichte bei den Spielen. Mein Vater, meine Brüder, mein Neffe und mein Sohn haben allesamt gewonnen. Habe ich nicht das Recht zuzusehen? Genug von deinen Lügen! Sie hat eine solche Bestrafung nicht verdient. Das ist gar nichts. Ihre Strafe ist der Tod. Sie wird vom Berg hinabgeworfen. Hilf mir. Beweise, dass ich das Recht habe, zuzusehen. Du hast kein Recht. Du brachst eine heilige Tradition und dafür wirst du bestraft. Das Gesetz ist falsch. Ich beweise es. Da du dich so um ihre Verteidigung bemühst, gewähre ich dir eine Chance. Erbringe den Beweis für Kalipatiras erhabene Abstammung oder sie stirbt, um die Götter zu besänftigen. Ich sollte Kalipatiras Sohn suchen. Was ist los mit euch? Ihre Unschuld zu beweisen. Was ist los mit euch? Okay. Soll ich das machen? Ach, ich muss die erst annehmen. Erst markieren, die Quest. Ach ja. Hä? Wie? Wo ist denn jetzt die Quest? Mann, ich verstehe das nicht. Warum ist die Quest jetzt nicht automatisch markiert? Add-on-Quests. Piraten, Vulkanen, der blinde König, Olympische Spiele. Da. Mein Gott. Also Ewigkeiten suchen, um die richtige Aufgabe zu finden. Finde Informationen zu Kalipatiras Hintergrund. Untersuche den Ruhebereich. El Area de Ruino. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich war das Spanisch. Okay. Ne, das ist the same procedure. Wir haben hier überall ultra geile Statuen, ultra geiles Weltdesign. Es ist wirklich mehr als... Okay, dessen gefallen. Es ist alles mehr als beeindruckend, ne? Also ich frag mich wirklich, wer diese Welt designt hat. Das ist... glaube ich, warum kommt die dann jetzt nicht hoch? Cassandra, was ist los mit dir? Kennst du Kalipatira? Ich kenne sie nicht gut, aber sie vergöttert ihren Sohn. Sie bringt regelmäßig Opfergaben. Opfergaben? Für ihren Ehemann. Sie ist eine fromme Frau. Er hat schon lange den Styx überquert und sie vermisst ihn sehr. Doch für jeden kommt seine Zeit. Vielen Dank. Du warst eine große Hilfe. Ja. Aber die Frage ist jetzt, brauchen wir nicht eigentlich einen Beweis? Einen handfesten Beweis? Ich meine, behaupten kann das ja jetzt jeder, oder nicht? Kennst du Kalipatira? Ja, die habe ich gesehen. Sie treibt sich oft bei den Zelten der Athleten rum. Beschämend, wenn du verstehst, was ich meine. Da bin ich mir unsicher. Die jungen, eingeölten, trainierten Körper. Mich schaudert es. Überall nur Muskeln. Ach, abscheulich ist das. Sie ist eine verheiratete Frau. Aber selber hier. Es ist doch nicht schlimm, sich einen attraktiven Mann anzusehen, oder? Doch, doch, natürlich. Ihr jungen Leute, ihr denkt doch immer nur an das eine. Also sie ganz bestimmt. Sie traf sich regelmäßig mit einem jungen Mann auf dieser Bank dort. Du sahst sie mit einem Mann. Vielen Dank. Okay, jetzt wird's interessant. Das Gedicht Diagoras von Rhodos. Mit einer Widmung von Pindar höchst selbst. Für K. Lebe stets mit Stolz, meine Kleine. Dein Vater ist der größte aller Pankration-Kämpfer. Okay, dann stimmt die Abstammung, oder? Ich suche nach Kalipatiras Sohn. Hast du ihn gesehen? Das habe ich sehr wohl. Ich bin es. Deine Mutter sagte, du nimmst an den Spielen teil. Genau wie mein Großvater. Der große Diagoras höchst selbst. Gut zu wissen, doch ich brauche noch mehr. Die Priesterin der Demeter hat deine Mutter des Frevels beschuldigt. Geht's ihr gut? Was ist geschehen? Vorerst gar nichts.
Sie schlich sich ins Stadion, um dich zu sehen, und ich muss beweisen, dass sie das Recht dazu hatte. Wenn jemand das Recht hat, dann Martha. Ihre Brüder waren Kranzträger, ebenso wie ich. Niemand hat so viel Ehrfurcht vor den Spielen wie sie. Hab Dank. Bleib hier, und ich beweise, dass sie das Recht hatte, den Spielen beizuwohnen. Okay. Was ist das? Ich habe mich immer nach dir gesehnt. Kalipatira hat einen Verehrer? Diese Priesterin hat es eilig, Kalipatiras Urteil zu vollstrecken. Ich muss sie schleunigst finden. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt für oder gegen sie gesprochen hat, alles zusammen. Ich meine, wir haben jetzt, sie hat einen Verehrer. Jetzt sich auf der Bank mit jemandem getroffen, aber nicht mit ihrem... Ja, oben will die runterwerfen. Was? Alles klar. Sportlich. Nee, aber sie hat sich auf der Bank mit jemandem getroffen, der wahrscheinlich nicht ihr Sohn war, oder? Oder meint sie jetzt ihren Sohn damit? Habe ich jetzt nicht ganz durchblickt. Ich weiß nicht. Also ich fände es jetzt nicht verwerflich. Moment, die ist verheiratet, ne? Okay. Dann sollte die sich nicht mit einem Sportler innig treffen. Aber wenn die jetzt grundsätzlich nur zugucken will, dann ist das sicherlich nicht verwerflich, wenn die dann da eingeölte Männerkörper sieht, oder? Also wenn das wirklich so wäre, dann dürfte man ja in keine Sauna gehen oder sowas. Klar, früher waren andere Zeiten, aber die dafür dann von der Klippe zu werfen, ich meine umzubringen, ist, finde ich, ein ganz schön hartes Urteil. Wenn man mal überlegt, dass heute, was heute Vergewaltiger und Mörder teilweise für Totschläger teilweise für Urteile bekommen. Na gut, wir gehen hoch. Im Namen der Gerechtigkeit. Bitte, ihr müsst mir glauben. Warte. Hast du die Beweise gefunden, die du gesucht hast? Ja. Kalipatira ist die Tochter des Diagoras. Ich fand das Gedicht Diagoras von Rhodos mit einer Widmung Pindars an die Familie. Und das beweist ihre Geschichte? Ich sprach mit ihrem Sohn und Leuten, die sie kennen. Sie ist eine fromme Frau, die die Spiele liebt und die Götter achtet. Ihre Familie blickt auf 3 Generationen Olympiasieger zurück. Vielleicht haben wir etwas zu hart geurteilt. Ihre Familie steht für das Vermächtnis der Olympischen Spiele. Wie du sagst, es wäre falsch, diesen stolzen Familiennamen zu beflecken. Die Götter vergeben dir. Geh. Danke, danke, danke. Ich danke dir. Niemand verdient so ein Schicksal. Und jetzt hör auf, dich mit den Männern zu treffen. Hätten wir da eigentlich jetzt noch sagen müssen nebenbei. Na, Kronos ist da scheinbar tatsächlich ein Säugling. Alter, der zieht da aber richtig die Haut ab. Ih. Der ekelhaft. Okay. So viel dazu. Wir gehen mal so ein Speer verbessern, oder? Wo war das hier, ne? War das hier? Verbessere den Speer. Das war die Bucht mit dem Blitzbringer. 45, der levelt mit. Okay, wir wollen aber jetzt hier hin. Zur uralten Schmiede. Denn wir wollen unseren Speer verbessern, wie gesagt. Vor allem wegen den Fähigkeitspunkten ist das sehr geil. Ich werde gleich kurz eine Pause machen. Eine 5-Minuten-Pause, mal ganz schön auf Toilette hüpfen. Und mach danach direkt weiter, ne? Also für YouTube endet dann Video und im Livestream geht es dann direkt weiter. Also wie gesagt, ich ziehe jetzt ein bisschen strenger durch. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Lass doch wirklich mal ein bisschen vorankommen. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob wir den Speer danach überhaupt nochmal verbessern können oder ob das die finale Stufe ist. Andros. Ah, ich weiß gar nicht, wird dieses Jahr auf der E3 vielleicht das nächste Assassin's Creed angekündigt? Da bin ich tatsächlich überfragt. Oder machen die nochmal ein Jahr Pause? Wobei, die Origins-Entwickler hatten ja jetzt ein Jahr mehr Zeit. Verbessere den Speer, ja, ja.
konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Quest abgeschlossen, verbessere den Speer. Speer verbessert. Okay, wir können ihn nochmal verbessern. Wir gucken jetzt trotzdem mal in die Fähigkeitspunkte rein. Das müsste jetzt richtig abgehen hier, oder? Hier, erstmal der noch stärkere Tritt. Göttliche Macht. Schildbrecher, Flammenschaden, die Regeneration. Das hier? Ich hätte gerne mehr Passivfähigkeiten. Aufgeladener schwerer Angriff. Offenbarung, Verschwinden. Benutze die Fähigkeit noch nie benutzt habe. Präzises Attentat. Den Jägerschaden, das sollte man schon machen. Gibt denn das hier auch oder haben wir das schon? Gut gerüstet. Hochleistungsfähigkeit. Gibt irgendwie viel zu wenig passive Fähigkeiten, oder? Ich verstehe das mit diesem Waffenrad wechseln aber auch nicht. Na gut, machen wir jetzt ein Päuschen. Reisen wir schnell zurück. Und werden uns dann beim nächsten Mal, wie gesagt, erstmal ein bisschen erkunden beschäftigen, um dann langsam aber sicher dann auch noch ein paar Nebenaufgaben zu machen. Ne? Wir machen weiter so nebenher, ein bisschen erkunden, ein paar Nebenaufgaben und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht jetzt gleich direkt weiter. Bis dann. Ciao.